Ja, Klaus, die Saison geht jetzt auch für dich los. Wie geht's dir so? Ja, man, wie der Lex Lewis, ist immer wieder schön, sage ich mal. Ich finde den Auftrag immer super da. Es ist da noch eher ein wenig ruhiger wie in Europa bei den Rennen. Ja, man sieht alle wieder das erste Mal, sind alle im kleinen Hotel und hat immer irgendwie eine eigene Atmosphäre. Und von daher sind wir froh, dass das endlich wieder losgeht. Lex Lewis, die Abfahrt, was sind so die drei wichtigen Positionen auf der Abfahrt? Ja, im Prinzip, Lex Lewis ist einmal hauptsächlich wichtig, dass du vorne bis unten einen guten Speed hast, dass du immer dass immer gut durchkommst bei den Kurven. Die Schlüsselstellen sind sicher das Coaches Corner, da geht es bei über den Schwung rein, es sind sehr technische Kurven bis dorthin. Dann kommt es zu Fishnet und Followway, was das ist eine Einfahrt in den Steilhang. Das ist mehr oder weniger eine der großen Schlüsselstellen. Und schlussendlich noch die Zielkurven, obwohl nicht allzu schwierig, aber da kann man sehr viel Zeit liegen lassen, weil da muss man schauen, dass man die jeden km/h mitnimmt. Man ist da sehr schnell, man fährt da um die 120 km/h hin zu der Kurven und sehr wichtig eben, dass man da die Geschwindigkeit mitnimmt. Klaus, der neue Abfahrtstrainer, Burkhard Schaffer, was sind so deine Eindrücke? Du hast ihn jetzt doch einige Wochen schon bei dir und ja, wie taugst du dir? Ja, passt sehr gut, muss ich sagen. Schon ein bisschen anders da wie der Andi noch war, aber im Großen und Ganzen kann das Radl auch nicht neu erfinden, sage ich mal, aber ja, ist ein bisschen ein frischer Wind wieder da. Ein paar Sachen sind anders, ein paar Sachen sind gleich geblieben. Und von denen her denke ich, dass wir wieder sehr gut aufgestellt sind mit dem Burki.